Ich muss arbeiten. Boah, was für eine Sonne. Das ist ein Fall für meine 50er Sonnencreme. Ja, guten Morgen, Frau Müller. Ich kann heute leider nicht auf die Arbeit kommen. Draußen scheint total die Sonne. Ich habe gar keine Sonnencreme da. Ja, Boba, das verstehe ich natürlich. Bleib heute noch mal schön zu Hause, denn wir wollen ja nicht, dass du Hautkrebs bekommst. Wir sehen uns dann morgen im Büro. Ja, vielen Dank. Ich werde heute Abend, sobald die Sonne untergeht, mir definitiv eine neue Sonnencreme kaufen und morgen früh sehen wir uns dann. Vielen Dank. Bis morgen. Tschüss, Frau Müller. Tschüssi. Ah, schön wieder entspannen. Hi. Ich hoffe, du bist noch einigermaßen aufnahmefähig nach diesem atemberaubenden Intro. Okay. Denn es geht heute um ein wichtiges Thema. Und zwar behandeln wir heute das Thema, schützt uns Sonnencreme vor Hautkrebs oder bringt Sonnencreme gar nichts oder hat sie vielleicht sogar einen gegenteiligen Effekt. Falls du dir mein erstes Video zu dieser Thematik noch nicht angeschaut hast, verlinke ich dir das hier oben. Da geht es nämlich darum, verursacht Sonne wirklich Hautkrebs oder nicht? Und nach diesem Video haben mich ein paar Leute gefragt, hey, das war jetzt theoretisch alles sehr schön aufgearbeitet, aber was sagt denn die Wissenschaft dazu? Und dazu habe ich eine sehr, sehr aussagekräftige Metastudie gefunden, die ich mir für 30 Euro gekauft habe. Und die Ergebnisse dieser Studie sprechen für sich. Falls du dir mein altes Video vom letzten Jahr nicht angucken möchtest, möchte ich hier in diesem Video nochmal auf 3 Kernaussagen aus diesem Video eingehen. Und zwar die Quintessenz aus dem Video Nummer 1 lautet, dass wir heutzutage viel weniger draußen sind. Wir sind viel weniger in der Sonne. Wir haben Häuser. Wir befinden uns zu 90% drin. Und dennoch steigt die Hautkrebsrate enorm. Und wir haben heutzutage viel mehr Hautkrebs. Ja? Also wir haben viel mehr Hautkrebs, obwohl wir viel weniger draußen sind. Dann benutzen wir heute Sonnencremes. Wir benutzen Sonnencremes als Sonnenschutz und früher haben wir diese nicht benutzt und trotzdem haben wir steigende Hautkrebszahlen. Und der Punkt Nummer 3 lautet, wenn wir uns mit den Naturvölkern vergleichen oder mit den Tieren in der Wildnis, diese haben nahezu keinen Hautkrebs. Wir aber schon. Und das ist meiner Meinung nach schon so ein Totschlagargument, da bräuchte man gar keine Wissenschaft mehr. Denn es sind dieselben Menschen wie wir. Die leben unter derselben Sonne wie wir. Also irgendwie scheint es so zu sein, dass wir etwas falsch machen. Denn es kann ja nicht sein, dass die keinen Hautkrebs haben, obwohl sie den ganzen Tag draußen verbringen, obwohl sie sich nicht eincremen. Und wir schützen uns die ganze Zeit vor der Sonne. Wir cremen uns ein, sobald wir in die Sonne gehen. Und wir haben so viele Hautkrebsfälle. Das ist meiner Meinung nach schon so ein Argument. Da bräuchte man gar keine wissenschaftlichen Untersuchungen mehr zum Thema Sonnenschutz und Sonne an sich und Hautkrebs. Aber da sich so viele dies von mir gewünscht haben, möchte ich in diesem Video genau darauf eingehen. Und ich habe eine so aussagekräftige Metastudie dazu gefunden, die wird euch umhauen, die wird euch ins Grübeln kommen lassen, die wird euch umstimmen, wie auch immer. Aber das ist wirklich krass. Bevor ich euch die Ergebnisse dieser Metastudie präsentiere, möchte ich nochmal darauf eingehen und kurz nochmal erläutern, was eine Meta-Analyse überhaupt ist, wozu diese gemacht werden, damit ihr wirklich versteht, wie aussagekräftig diese Ergebnisse sind. Ja, ich versuche das so einfach zu erklären wie möglich. Und zwar, normalerweise wird ja eine Studie gemacht, da wird eine Gruppe von Personen genommen, an diesen werden zum Beispiel Befragungen durchgeführt oder bestimmte Mittel getestet und später wird dann geschaut, wie waren die Ergebnisse. So, hat sich was getan, hat sich nichts getan, war das Ergebnis positiv, war das negativ und, und. Aber einzelne Studien unterliegen Fehlern. Und zwar, es gibt massenweise Fehler, die man bei einer Studie machen kann. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Wir möchten zum Beispiel herausfinden, ob Vitamin C
einen positiven Effekt auf unser Immunsystem hat oder einen negativen Effekt oder hat es gar keinen Effekt auf unser Immunsystem. Und dazu nehmen wir eine Gruppe von Menschen, sagen wir mal, die leben in einem Dorf und wir fangen an, denen Vitamin C zu geben. Wir messen die Werte des Immunsystems. Dann geben wir denen Vitamin C, zum Beispiel über 2 Wochen lang, und messen die Werte des Immunsystems danach, nach diesen 2 Wochen, nochmal. Und finden heraus, da hat sich nichts geändert. Das Ergebnis der Studie lautet dann, Vitamin C ist unnötig und es bringt nichts. Es hat keinen positiven Effekt auf unser Immunsystem. Aber vielleicht haben wir die Werte des Immunsystems nicht in Relation gestellt, die wir vorher getestet haben, und die waren vorher schon super. Gehen wir mal davon aus, in diesem Dorf wachsen sehr viele Hagebutten und die haben kurz davor ein Hagebuttenfest gefeiert, wo sie die gepflückt haben und roh gegessen haben, und die haben Vitamin C Level war schon on top bei den Menschen, ja? Und da hat sich nichts getan, wenn wir denen noch zusätzlich noch mehr Vitamin C gegeben haben. Das ist könnte zum Beispiel ein Fehler sein. Oder wir haben die Studie durchgeführt und haben den Menschen eine sehr geringe Dosierung an Vitamin C gegeben, sodass der positive Effekt auf das Immunsystem sichtbar war, aber vielleicht war er so klein, dass man bei dieser Studie dann nicht von einer signifikanten Verbesserung der Werte des Immunsystems sprechen kann. Also ihr seht, einzelne Studien sind sehr fehleranfällig, und eine Metastudie sucht sich Studien in einem Bereich aus, um dann zum Beispiel eine Tendenz aufzuweisen. Sagen wir mal, 80% der Studien finden dann heraus, dass Vitamin C eher einen positiven Effekt auf das Immunsystem hat. 15% finden heraus, dass es gar keinen Effekt auf unser Immunsystem hat. Und 5% findet heraus, dass es einen negativen Effekt sogar auf unser Immunsystem hat. Und dann wird eben verglichen und dann wird gesagt, okay, 80% der Studien sagen, es hat einen positiven Effekt auf unser Immunsystem und deshalb ist das die Tendenz. Oder es wird dann geguckt, wie war das Studiendesign in den jeweiligen Studien, um daraus eben Handlungsempfehlungen abzuleiten. So, also so aussagekräftig sind Metastudien. Und jetzt wechseln wir mal ins Voice-Over. Diese Studie wurde aus dem Grund durchgeführt, weil Sonnencremes zu offiziellen Empfehlungen der öffentlichen Gesundheitsbehörden gehören. Es aber laut epidemiologischen Untersuchungen Zweifel an diesen Empfehlungen gibt. Ja? Die Studie ist aus 2018, also ganz aktuell. Und es gab natürlich ganz viele Studien zu diesem Thema, aber diese wurden nach harten Kriterien ausgesucht, sodass sogar jede einzelne Studie bereits für sich eine hohe Qualität aufweist. Diese mussten alle folgenden Kriterien erfüllt haben. Es mussten zum Beispiel unbedingt fallkontrollierte Studien sein. Es mussten Erwachsene und Kinder dabei sein. Die Häufigkeit der Nutzung von Sonnencremes musste klassifiziert sein. Und die Ergebnisse sollten alle Formen von Hautkrebs erfassen. Es gibt ja unterschiedliche Formen von Hautkrebs und in diesen Studien mussten alle vorhanden sein. Zudem wurde jede Studie jeweils von 2 unterschiedlichen Wissenschaftlern auf ihre Qualität nach dem Standard der National Institutes of Health überprüft. Und so wurden 29 Studien gefunden und für diese Meta-Analyse ausgewählt, die diese Kriterien erfüllten und die insgesamt über 313.000 Probanden untersuchten. Über 313.000, das ist schon eine Hausnummer. Und diese Zahl ist also mehr als repräsentativ. Ich will das Video jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen, deshalb schauen wir uns jetzt direkt die Ergebnisse auch an. Wir sehen hier alle aufgeführten Studien mit deren Ergebnissen nach der Korrelation sortiert. Besonders interessant ist für uns diese Spalte. Einfach erklärt, befindet sich dieses schwarze Viereck rechts von der Linie, dann kam in der Studie heraus, dass Menschen, die Sonnencremes verwenden, häufiger an Hautkrebs erkranken. Und wir sehen, dass alle der untersuchten Studien zeigen, dass Sonnencremes die Entstehung des Hautkrebs begünstigen. Das ist doch Wahnsinn. Manche mehr, manche weniger, aber keine einzige dieser Studien zeigt einen positiven Effekt der Sonnencremes. Nicht eine einzige. Hier bei den oberen Studien war die Wahrscheinlichkeit, Hautkrebs zu bekommen, sogar mehr als doppelt so hoch bei Verwendung von Sonnencremes. Die Wissenschaftler erklären sich diese Ereignisse folgendermaßen. Durch das Blockieren der UVB-Strahlen errötet die Haut langsamer und man bekommt nicht so schnell einen Sonnenbrand. Das steigert wiederum die Exposition gegenüber den schädlichen UVA-Strahlen.
Außerdem wird auch noch die stark verminderte Vitamin D-Aufnahme bei Benutzung von Sonnencremes kritisiert. Aber es gibt auch eine erfreuliche Tendenz, denn wenn wir uns die Entwicklung anschauen, dann scheinen die heutigen Sonnencremes nicht mehr so schädlich zu sein wie die von noch 10, 20 Jahren und die Korrelation zwischen der Benutzung von Sonnencreme und dem Auftreten von Hautkrebs wird deutlich weniger. Dennoch ist sie da. Was die Verwendung der Sonnencremes nutzlos macht, ja nicht nur nutzlos, sondern sogar gefährlich, immer noch. Diese positive Entwicklung begründen die Wissenschaftler damit, dass die modernen Sonnencremes auch immer mehr schädliche UVA-Strahlen blocken. Ja, denn wenn wir heutzutage die irgendeine Sonnencreme kaufen, dann steht da so viel und so viel Prozent UVB-Strahlen und so viel Prozent UVA-Strahlen. Ja, und weiter in der Studie heißt es außerdem, dass ein Schutz der Sonnencremes gegen Hautkrebs nicht bestätigt werden kann und die grundsätzliche Benutzung der Sonnencremes in Frage gestellt wird. Versteht mich also bitte nicht falsch, denn wenn ich mit Menschen über dieses Thema diskutiere, sagen die immer, ja, aber Sonnenbrand ist doch schlecht. Ich habe nie gesagt, dass Sonnenbrand gut ist. Wir sollten Sonnenbrand definitiv vermeiden, aber Sonnencremes schützen uns nicht vor Hautkrebs. Ja, Sonnencremes verhindern, dass unsere Haut sich selbst schützen kann. Denn Sonnenbrand ist nichts anderes als der eigene Schutzmechanismus, den die Haut hat, wenn zu viele Sonnenstrahlen auf unsere Haut kommen. Und diesen Eigenschutz verhindern wir. Und wenn wir diesen Eigenschutz verhindern, merken wir nicht, wenn es zu viel ist, wenn wir uns eingecremt haben. Denn wir werden ja nicht so schnell, wir bekommen ja nicht so schnell einen Sonnenbrand, wenn wir uns eincremen. Und das ist das Problem. Wir bekommen nicht mit, wenn es zu viel ist. Normalerweise würden wir in die Sonne gehen und sagen wir mal nach 2 Stunden würden wir merken, oh, die Haut ist leicht rot geworden, vielleicht sollte ich mal in den Schatten gehen. Und dieser Selbstschutzmechanismus wird unterbunden durch Sonnencremes. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Von den Inhaltsstoffen der Sonnencremes will ich jetzt gar nicht anfangen zu reden, denn das ist auch nochmal ein Kapitel für sich. Vielleicht werde ich auch noch ein extra Video dazu machen. Das ist wirklich auch der Wahnsinn, was da alles drin ist und was für einen Effekt das auf unsere Gesundheit hat. Wir denken nämlich oft, ja, ich trage das ja nur auf die Haut auf, das macht ja nichts. Aber unsere Haut ist eins der größten Entgiftungsorgane. Die Haut ist durchlässig. Und sie lässt nicht nur Stoffe nach außen durch, sondern auch nach innen. Denn sonst würden Salben ja gar keine Wirkung zeigen. Zum Beispiel Schmerzsalben. Die berufen sich ja auf eben genau die Durchlässigkeit der Haut. Und was ich euch noch als Tipp mitgeben kann, wir haben heutzutage ein sehr gestörtes Verhältnis zur Sonne, denn Sonne ist nicht schlecht. Sonne ist unser Freund und sie hat unglaublich viele gesundheitliche Vorteile für uns Menschen. Keine Pflanze wächst ohne die Sonne, Tiere gehen ein ohne die Sonne und genauso sieht es mit uns Menschen auch aus. Wir brauchen die Sonne und wir sollten uns nicht vor der Sonne schützen, wenn wir den richtigen Umgang mit der Sonne haben. Das heißt, nicht den ganzen Tag zu Hause sitzen und dann die 2 Wochen, wenn man im Urlaub ist, von morgens bis abends in der Sonne liegen, das ist definitiv falsch. Und das ist komplett egal, ob man sich dann eincremt oder nicht eincremt. Wenn man sich eincremt, ist sogar noch schlimmer. Ja, denn dann merkt man nicht, dass man zu viel hat. Man sollte sich, sobald die ersten Sonnenstrahlen im Frühjahr kommen, sollte man sich auch um die Mittagszeit in die Sonne begeben, um sich langsam an die Sonne zu gewöhnen. Das ist der richtige Umgang mit der Sonne. Und dann bekommt man auch keinen Sonnenbrand. Und was auch essentiell ist, ist die Ernährung. Denn wenn wir uns mit lebendiger Vitalkost ernähren, wenn wir uns mit Lebensmitteln ernähren, die sehr viele Antioxidantien haben, die sehr viele Beta-Carotine haben, die Astaxanthin haben, dann regeneriert sich unsere Haut auch sehr viel schneller und wir bekommen auch nicht so schnell einen Sonnenbrand. Ja, ich creme mich zum Beispiel schon seit 3 Jahren überhaupt nicht mehr ein und ich kann eigentlich fast unbegrenzt in die Sonne gehen. Klar, wenn ich jetzt zu lange nicht in der Sonne gewesen bin und dann so einen ganzen Tag in der Sonne bin, dann wird meine Haut auch rot. Aber das ist nicht zu vergleichen mit meinem Zustand von früher und ich merke auch, dass es definitiv besser ist, wenn ich mich langsam an die Sonne gewöhne. Dann kann ich auch einen ganzen Tag ungeschützt in der Sonne bleiben und ich bekomme keinen Sonnenbrand und darum geht es. Ja. Ich hoffe, ich konnte ein paar Menschen dazu motivieren, ihre Glaubenssätze zu überdenken, denn ich weiß, es ist schwierig, denn wenn man sich am See nicht eincremt, gucken einen alle Freunde und Bekannte an und sagen, was ist mit dir los, willst du Hautkrebs bekommen? Nein, und genau deshalb creme ich mich nämlich nicht ein, weil ich weiß, was für Auswirkungen das hat und ich habe mich mit diesem Thema intensiv auseinandergesetzt.
In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte dich auch dazu motivieren, dich mehr mit diesem Thema zu beschäftigen. Den Link zu der Studie findest du unten in der Videobeschreibung. Du kannst sie dir auch gerne kaufen und durchlesen. Dann siehst du, dass ich hier keinen Unfug erzählt habe. Und in diesem Sinne, ich wünsche dir noch einen schönen restlichen Sommer. Bleib gesund und bis bald.